Wo ist mein Laptop? Aber der hatte ja gar nicht den Laptop in der Hand. Oh mein Gott, ich habe so einen Schock bekommen. Luki, mein Laptop ist weg. Und ich so zu meinem Mann, wo ist denn mein Laptop? Hast du meinen Laptop? Und er so, nee, den habe ich doch dir gegeben. Hello, hello, follow me around side. Yeah, der Alessandro bekommt ein neues Fahrrad. Wir sind hier auf der Teststrecke. Ich bin gerade schon fast zusammengefahren worden. Okay, also ich nehme euch mit. Ihr wünscht euch das immer wieder. Wir sind bei Decathlon. Der Alessandro möchte sich nämlich ein neues Fahrrad kaufen von seinem Kommunionsgeld. Ja, und mein Mann hat sich gerade schwer verletzt. Oh, ich habe ja voll das Mitleid. Nicht. Wir verklagen jetzt aber gleich erstmal Burger King. Auf 3 Millionen habe ich mich jetzt mal so. Also ich einige mich mit denen auf 3 Millionen Schadensersatz für seinen kleinen Zeh. Da ist mein Lukita. Also viel Spaß beim Video. Wir suchen jetzt das Fahrrad aus. Ich freue mich. Ich verarzte jetzt meinen Mann hier im Zelt. Komm. Leg dich mal dahin, ich schlag dich. Dann geht's dir gleich besser. Wir stehen an der Kasse. Und bist du glücklich? Ja. Gefällt's dir? Auto und ich schwitze jedes Mal Blut und Wasser, weil ich echt Angst habe, dass wir hängen bleiben. Ja, egal, wir haben es geschafft und jetzt sind wir da in der Innenstadt. So, der Luki, der sucht jetzt mal einen Lippenstift für die Mama aus. Von Urban Decay. Und was meinst du? Ganz spontan. Den pinken. Soll die Mama den mal auf den Handrücken machen? Ja. Mal gucken, wie der aussieht. Ja, yeah. Ich würde mal sagen, das ist der Mama ihre Farbe, oder? Was meinst du? Ja. Warte mal, wir gucken mal nach dem. Der ist auch schön. Kann mich nicht entscheiden. Die haben wir jetzt geswatcht. Kann mich nicht entscheiden. Sind alle schön. Leute, ich melde mich noch mal ganz kurz. Mir ist sowas heftig Schlimmes passiert. Es war so schlimm. Ich muss jetzt erstmal kurz runterkommen. Karma? Karma ist a bitch, ihr wisst es. Ich habe die ganze Zeit meinen Mann verarscht. Ich erzähle euch morgen davon. Ich bin fix und fertig. Guten Morgen. Oh Gott, mein Mann, der hört schon wieder sagenhafte Musik, ey. So an einem Sonntag geweckt zu werden, ist natürlich wunderbar. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. So, gestern wurde es ziemlich spät, aber ich muss mich jetzt ranhalten, muss meinen Haushalt machen. Und es kommt noch jemand, weil ich eine Hundebox verkaufe, die wollte sich heute Vormittag anschauen. Und deshalb muss ich jetzt Gas geben, Haushalt und so weiter. Und außerdem ist ja Sonntag, da wollen wir ja schöne Sachen mit den Kindern unternehmen. Und weil mein Mann jetzt die Musik leiser gemacht hat, bekommt er auch noch einen Kaffee von mir. Bringen wir jetzt mal meinen Mann hoch, weil er schon ganz fleißig seit um 6 im Büro ist. Ehemann, wo bist du? So, bitteschön, Ehemann. Ja, ja, bitte. Und denk an meine Gehaltserhöhung heute. Kannst gleich mal einen Dauerauftrag einrichten, ne? Hört ihr das? Mach mal leiser. Schrecklich. Schrecklich. Ich wollte euch eben mal die Box zeigen, die jetzt hoffentlich gleich abgeholt wird. Das ist so die Hundebox. Genau, mal gucken. 11 Uhr hieß es. Mal schauen. Und es regnet und der Garten muss dringend mal grundsaniert werden. Okay, grundsaniert ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Max muss dringend Rasen mähen. Dringend. So, da bin ich wieder. Die Hundebox hat leider nicht ins Auto gepasst. Ich bin komplett nass geworden. So sehen auch meine Haare aus. Es regnet nämlich total ätzend. Wir wollten ja eigentlich eine Fahrradtour machen.
Luki ist gerade aufgestanden, putzt sich die Zähne und ich habe schon ganz fleißig meinen Sonntagsgulasch aufgesetzt und habe auch schon gebügelt. Luki, du putzt mal schön weiter Zähne. Hier ist ein fertiger Wäschekorb und hier ist noch die Wäsche von meinem Mann da oben. Ja, das trage ich jetzt mal runter. Muss es alles wegräumen. Ganz viel Wäsche habe ich immer, gell? Und ich liebe es aber zu bügeln, das passt schon. Da unten ist schon mein Putzeimer, den ich hier auch noch durchwischen muss. Und ja, keine Ahnung, was wir heute machen, weil ja, es halt regnet, ne? Und es ist halt super ätzend, weil wir ja eigentlich echt immer unterwegs sind. Aber wenn es regnet, vielleicht legen wir irgendwie einen Spieletag ein. Mal schauen. Ja, jetzt mache ich hier erstmal weiter und mein Gulasch muss dann auch noch aus dem Ofen. Wir haben gegessen und jetzt fahren wir in die Stadt. Luki, zieh schon mal deine Schuhe an, Schatz. Ja. Und Alessandro hat mich gerade gefragt, ob ich jetzt Sheldons Freundin wäre. Und ich so, bitte was? Amy heißt die, ne? Kennt ihr The Big Bang? Und ja, die zieht sich immer so ein bisschen komisch an. Also ich habe verstanden, dass Alessandro meinen Rock ganz schrecklich findet. Ja gut, so ist es. Und ich lasse ihn jetzt trotzdem an, weil mir gefällt er nämlich ehrlich gesagt total gut. Und ihr bekommt jetzt hier auch mal meinen Türsnap. Genau, das mache ich nämlich immer auf Snapchat. Und das gehört einfach schon zu meinem Ritual. Und deshalb jetzt einfach mal hier auf YouTube Türsnap. Also, ich wollte euch ja noch ganz, ganz viel erzählen, ne? Was gestern so passiert ist, das mache ich dann später. Okay, also, los geht's. Okay, Leute, der Max, der hat gerade gesagt, er möchte mit dem großen Auto fahren. Das erste Mal, also er fährt ja immer mit meinem Kleinen, hat ja einen Führerschein gemacht jetzt. Und nein, ich glaube, wir fahren mit zwei Autos in die Stadt. Ich traue mich nicht. Doch, okay, wir versuchen das jetzt auf der Max, das kann mit dem großen Auto. Ah, wie aufregend. Max, ich habe Angst. Ja, ich auch. okay, ich fahre mit meinem Auto. Tschüss. Oh, oh, wir kommen auf den Kreisel zu. Ich habe Angst. Machst du gut, Max. Muss man auch mal loben hier. Ey, könnt ihr alle mal den Max loben? Ich finde, der Max fährt sehr gut Auto. Ich fühle mich sehr sicher. Fein, Max. Jetzt musst du dann auch schön tanken und das Auto auch schön putzen. Yay! Ich habe jemanden gefunden, der mein Auto tankt. ich wollte euch noch total viel erzählen, ne? Aber das geht so ein bisschen schwierig hier im Auto, weil mir alle zuhören. Kinder, unterhaltet euch mal ein bisschen. Ja. Also, ich wollte euch erzählen, genau, bei Burger King. Gestern hat sich mein Mann total den Fuß angeschlagen. Also, der war echt verletzt. Also, es hat auch total geblutet. Und da war so ein Türstopper, der echt total doof positioniert war. Hat er sich ganz doll wehgetan. Und ich habe mir die ganze Zeit veräppelt. Aber ich habe meine Quittung bekommen. Zum einen wollte ich euch auch noch erzählen, dass ich ja eigentlich gestern Firmenjubiläum hatte. Ja, ich habe 15-jähriges Firmenjubiläum. Und mein Mann hat zu mir gesagt, nachdem ich ihn nach einer Gehaltserhöhung gefragt habe, hat er gelacht und hat gesagt, wir können gern essen gehen. Ja, hat er gesagt, ich lade dich ein, wir gehen Döner essen. Ich esse gar keinen Döner, hallo. Ja, aber das war natürlich nicht die Belohnung für das, was ich gestern gemacht habe, weil ich ja so gemein zu ihm war, sondern mir ist was echt Krasses passiert. Ich erzähle es euch, wenn wir da sind. Ich muss jetzt mal nach vorne gucken, sonst wird es mir schlecht. Also, bis später. So, wir sind gesund angekommen. Also, ich finde, der Max fährt sehr gut Auto. Max, hast du fein gemacht. Was wollte ich denn euch jetzt sagen? Ja, jetzt ist wieder das schönste Wetter. Ne? Heute Morgen hat es so runtergehauen, es hat so geregnet und wir wollten ja eigentlich Fahrrad fahren. Also wir essen jetzt mal einen Kuchen, fahren dann nach Hause und fahren dann wahrscheinlich Fahrrad oder ja, wir spielen dann noch ein bisschen Spiele Nachmittag. Aber vielleicht fahren wir heute zu meinem Bruder, Bruder. Und da ist der Max. Max, komm her. Max. Wir sind wieder zu Hause und na toll, es regnet. Total ätzend. Seht ihr das?
ganz viel geregnet, während wir jetzt Kuchen gegessen haben und jetzt können wir doch nicht Fahrrad fahren. Deshalb werden wir jetzt spielen. Wir haben bis eben gespielt und jetzt mussten wir uns was anderes anziehen. Es ist so kalt geworden draußen. Ja. Bereit, Lupito? Ja. Du brauchst noch eine Jacke, Schatz. Ja. Also, auf geht's. Der Lassie ist schon fertig. Da ist der Lassie. Schon bereit? Yeah, der Bruder! Er freut sich! Was? Soll ich Luftballons aufhängen? Nee, wir wollen jetzt Pizza essen. Halt einfach die Klappe. Wir kommen jetzt Pizza essen. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. Okay, bis gleich. Ciao, wir laufen jetzt zu meinem Bruder. Oh Mann, ich will euch unbedingt die Geschichte erzählen, aber das ist so dunkel hier. Lecker Pizza. Schaut mal, ich veräppel immer meinen Bruder. Ich sage immer, dass das seine Mama ist und das ist meine Mama. Ich mache natürlich immer nur Spaß. Yay, neuer Tag, neues Glück, die Sonne scheint. Es ist früh am Morgen und ich habe jetzt Termine mit meinen Kindern. Und zwar müssen 3 von ihnen zum Friseur und danach müssen wir zum Kieferorthopäden und ich muss noch kochen zwischendurch und so weiter. Und ja, jetzt gehen wir aber erstmal alle zum Friseur. So, da sind wir. Dem Lissandro wurden die Haare schon schön geschnitten. Gefällt mir super gut. Ja. Dir auch, Lassie? Ja, aber sie hat noch ein bisschen Haargel reingemacht. Und das magst du nicht so? Nee. Okay. Machen wir dann wieder raus, ne? Und der Luki, der ist jetzt auch gleich dran. Ja. Da bin ich wieder. Oh. Memo an mich selbst. Belege einen VHS-Kurs. Der heißt, wie schneide ich am besten meinen Kindern die Haare selbst, um Geld zu sparen. Oh, es ist jedes Mal so teuer. Yeah, der Postbote war da. Hey, Geschenk für die Steffi zum Geburtstag. Nachträglich. Und hier ist hoffentlich meine Küchenmaschine drin und meine neue. Oh, ich freue mich schon voll. Aber jetzt geht's erstmal rein. Erstmal klingeln. Yay, macht jemand die Tür auf, Wahnsinn. So, jetzt muss ich mich aber total beeilen, denn ich muss jetzt ganz schnell kochen und dann geht es ja schon zum Kieferorthopäden. Ja, von einem Termin zum nächsten. Oh, ich sehe aus, ey. Egal. Fertig beim Kieferorthopäden. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Der fährt, der muss auch tanken. Yay! Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe zu tanken. Und schaut mal, wer gerade fährt. Ja, wir fahren gerade zur Tankstelle. Ich bin begeistert. Ich hasse nämlich tanken. So, Max, viel Spaß beim Tanken. Ich warte dann mal hier im Auto. Hello, hello, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile nach 8 und ich bin total kaputt, wie man unschwer erkennen kann. Wahrscheinlich, ich komme gerade von der Arbeit. Und ich muss jetzt Abendbrot für meine Kinder machen. Wollt euch aber noch die heftige Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Ich setze mich mal eben aufs Sofa und dann erzähle ich euch ein bisschen. So, da bin ich wieder. Mein Make-up ist jetzt mittlerweile auch schon, keine Ahnung, 13 Stunden? Sieht man, oder? Egal. Bella, komm her. Bella, komm her. Die weiß genau, dass sie nicht aufs Sofa darf, ne? Also, passt auf, ich erzähle euch von der heftigen Geschichte. Na, Bella, komm halt mal her. Komm, ausnahmsweise. Oh, wenn das jetzt der Papa sieht. Nicht dein Papa. Was ist denn los? Das hasse ich. Das hasse ich. So, also, passt auf, jetzt zur Geschichte. Dazu muss ich euch aber ganz kurz vorher noch was erklären. Und zwar habe ich mir vor kurzem ein MacBook gekauft. Genau, den habe ich mir gewünscht. Super lange schon, habe ich gespart. Und ja, mit meinem Mann rumdiskutiert, der mag nämlich keinen Apple und der sagt dann auch immer, ja komm, normaler PC tut's auch oder normaler Laptop oder normales Telefon. Ich liebe ja auch mein iPhone und ja, er mag das halt nicht. Aber ist ja egal, es ist halt immer nur lustig. Ihr wisst ja, mein Mann und ich, wir foppen uns da immer so ein bisschen, ne? Und er hat zum Beispiel das letzte Mal aus Versehen sein Handy fallen lassen, da war natürlich überhaupt kein Kratzer dran, da war gar nichts. Und bei mir ist halt eine kleine Macke oben, weil es mir auch runtergefallen ist. Und dann sagt er halt, ja guck, und was ist jetzt besser, ne? Also wir foppen uns gegenseitig. Naja, jedenfalls habe ich mir endlich meinen Wunsch erfüllt und mir mein MacBook gekauft. So, wir waren ja in Italien und dann hat meine Mama den kurz halten müssen. Und dann mache ich halt Spaß und sage so, aber verteidige ihn mit deinem Leben, gell? Du musst aufpassen, als wäre es dein Augapfel. Also nur so viel dazu, ja? Also das Ding ist mir halt einfach heilig und ich passe da voll drauf auf. Eigentlich. So, und jetzt zur Geschichte. Ihr habt ja gesehen, dass wir noch in der Innenstadt waren, an einem Obstladen. Und mein Mann hat mir
einen Laptop kurz gegeben, weil er Kleingeld rausholen wollte. Er hatte dann aber kein Kleingeld und da habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, ich gebe dir Geld, ich habe in meinem Geldbeutel. Und dann habe ich den Laptop auf die Bank gelegt. Der Laden, der wollte kurz zumachen, also es war wie so ein Bauernmarkt, ne? Da gab es frisches Obst und frisches Gemüse und so weiter. Und die waren halt gerade am Zusammenräumen und wollten eigentlich zumachen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich meinen Laptop natürlich normalerweise nicht mit in die Stadt schleppe. Warum auch? Ich habe gerade ein kleines Armproblem. Es war aber so, dass wir dort zum Skaterplatz wollten und die Kinder eben ja das schöne Wetter nutzen wollten, rumfahren wollten. Ihr wisst ja, wir sind viele am Skaterplatz. Und ich mir gedacht habe, okay, dann kann ich noch kurz ein Video fertig schneiden. Das hat nicht mehr lang gedauert, aber so wollte ich einfach die Zeit nutzen. Und wir wollten dort ein schönes Picknick machen. Auf jeden Fall hatte ich deshalb den Laptop dabei. Und dann haben wir eben noch Obst kaufen wollen. So, so viel dazu. Jetzt sind wir aber stehen geblieben, dass ich ja mein Kleingeld rausholen wollte und den Laptop unten auf die Bank gelegt habe. Ja. Dann habe ich bezahlt und dann sind wir losgelaufen. Und dann waren wir schon weit vorne beim Müller. Ich habe euch das ja eingeblendet. Und als ich dann im Müller war und die Swatches der Urban Decay Lippenstifte gemacht habe, wollten wir danach die Rolltreppe runter und was zu trinken kaufen, der Luki und ich. Und ich habe euch das ja alles eingeblendet. In dem Moment geht meine Kamera aus, also sprich diese hier. Und ich hatte aber noch ein Kabel dabei und hatte das dann an den Laptop geschlossen, damit ich die Kamera laden kann, damit ich für euch ein Follow Me Around drehe. So, in dem Moment, als die Kamera ausgeht, denke ich mir so, wo ist mein Laptop? Mein Mann steht draußen und wartet mit dem Lissandro, mit dem neuen Fahrrad, aber der hatte ja gar nicht den Laptop in der Hand. Oh mein Gott, ich habe so einen Schock bekommen. Ich bin losgerannt. Ich war noch auf der Rolltreppe, bin losgerannt. Hab zum Luki gesagt, Luki, mein Laptop ist weg. Und der Luki stand dann da, der ist mir dann hinterhergerannt. Ich gehe raus zu meinem Mann, der stand vor der Tür. Dann standen auch noch Bekannte da, die wir zufällig da getroffen haben. Die habe ich einfach stehen gelassen und ich so zu meinem Mann, wo ist denn mein Laptop? Hast du meinen Laptop? Und er so, nee, den habe ich doch dir gegeben. Ich bin dann losgerannt wie eine Hysterische. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und es war super weit. Es war wirklich super weit und ich bin am Stück gerannt. Und mein Mann hatte sich ja kurz vorher beim Burger King verletzt. Das habt ihr doch mitbekommen, ne? Der hatte ja einen blutigen Fuß. Und auf einmal merke ich, dass er neben mir rennt. Und da sagt er, ich kann dich doch jetzt hier nicht alleine lassen. Die Bekannten, die vor Müller standen, haben dann auf unsere Kinder aufgepasst. Und ich bin so gerannt, Leute. Ich konnte nicht mehr. Ich habe fast geweint, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, mein Laptop ist weg. Der ist doch neu und der war doch so, so teuer. Ich war völlig verzweifelt. Mein Mann, der hat dann sogar einen Zwischenstopp eingelegt, weil er nicht mehr konnte. Und ich bin aber am Stück gerannt. Und als ich dort ankam, Gott sei Dank, auf diesem Marktplatz stand dieser Laden noch. Also das Auto von denen stand noch da. Die waren immer noch am Zusammenpacken, waren kurz davor, die Tür zuzumachen, hinten vom Kofferraum. Das war so ein größeres Auto eben. Ich komme jedenfalls da an und ich konnte nicht reden. Die hat mich angeschaut, die Frau, und hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für eine Verrückte? Ich konnte nicht reden, weil ich natürlich total außer Atem war, ja. Und ich nur so zu ihr, haben Sie meinen Laptop gefunden? Und sie so, ist ums Auto rum, ne? Und holt halt meinen Laptop. Und ich war so, so dankbar. Ich war so glücklich. Ich konnte immer noch nicht reden. In der Zwischenzeit war dann auch mal mein Mann da. Und irgendwie habe ich mich dann 10.000 Mal bedankt. Und es war echt heftig. Also die Geschichte, die ist so heftig. Und ich ärgere mich halt über mich selbst, dass ich so in Gedanken bin in letzter Zeit. Vor allen Dingen, ich habe halt super viel zu tun. Ich glaube, dass viele von euch sich auch das nicht vorstellen können, wie das ist mit 4 Kindern. Ja, also man muss an so, so unglaublich viel denken. Und dass mir das passiert, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich da meinen Laptop liegen lasse. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Mann hat der Familie dann ein dickes, fettes Finderlohn dagelassen. Einen Finderlohn, so rum. Ich bin immer noch total durch den Wind. Es war jetzt in dem Sinn kein Finderlohn, aber unser Glück war, dass der Laden eben gerade zugemacht hat und dass die am Zusammenräumen waren. Denn wenn das frühs passiert wäre, da unten auf der Bank, die Verkäufer haben den Laptop ja gar nicht gesehen. Vorne standen ja die Kunden.
Und da hatte ich echt Glück im Unglück und das war echt so, so heftig, Leute. Das war so heftig. Naja, jedenfalls so viel zur Geschichte. Ich muss jetzt Abendbrot machen für meine Kinder. Ich bügel dann noch eine Runde und mein Mann kommt dann von der Arbeit. Es hat sich übrigens auch gerade ergeben, worüber ich super glücklich bin, dass ich mich am Donnerstag mit Tara und Mayra in Frankfurt treffen werde. Ich weiß nicht, ob ich das an dieses Video hinzufügen oder anfügen kann, weil ich glaube, ich habe jetzt echt voll viel geredet. Sorry dafür. Ich habe wahrscheinlich auch die Hälfte vergessen. Jedenfalls war das die Geschichte von meinem Laptop und ich wollte euch auch noch was fragen. Und zwar, viele von euch folgen mir ja auf Snapchat, worüber ich total glücklich bin. Ich liebe ja Snapchat. Und ihr fragt mich immer wieder, ob ich mehr Follow-Me-Arounds einfach online stellen kann. Jetzt gerade von der Familie. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ihr könnt mir ja mal euer Feedback dalassen, ob euch das interessiert. Weil ich für mich, ich persönlich, kann halt solche Videos nicht schauen. Also ich habe genug Alltag, ich habe genug Kinder. Und ich kann wirklich nur bestimmte Videos anschauen und da gehören so Vlogs eigentlich eher nicht dazu. Ja, und deshalb denke ich halt immer, dass es dann auch nicht von mir interessiert, die Videos oder was ein Deutsch, yeah, yeah, die Ausländerin kommt wieder zum Vorschein. Also, ich glaube dann halt einfach, dass es euch nicht interessiert, wenn ich solche Videos online stelle. So, sagen wir es mal so. Und meine Kinder stehen da vorne in den Startlöchern. Also, ich mache jetzt Abendbrot. Ansonsten verabschiede ich mich. Hinterlasst mir super gerne Feedback, bitte. Ich bitte darum. Also, es ist super wichtig, dass ihr mir Kommentare schreibt. Und ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal oder bis später.